sollen wir reacten auf ein neues Video. Nicht ein spezielles Video, welches mir geschickt wurde, aber ein YouTube-Kanal, welcher mir ziemlich oft geschickt wurde. Nämlich wurde mir ein YouTube-Kanal von einer YouTuberin ziemlich oft geschickt, die ähnliche Videos macht wie ich eigentlich, ne? Also halt sich mit dem Paranormalen befasst. Eine Person, die vielleicht die ein oder anderen von euch kennen, ich weiß es nicht. Und ich habe mir für das erste Video, was wir von ihr schauen, eine Spiritbox-Sitzung rausgesucht, die wohl mit einer Haunted Doll gemacht wird und schief geht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt und vor allem auch, wie viele von euch die gute Dame kennen. Es handelt sich hierbei um niemand anderen als Just Abby. Ein YouTube-Kanal mit 12.500 Abonnenten auf YouTube. Spiritbox Session ging schief, Haunted Dolls. Ich weiß nicht, ob sie selber irgendwie Haunted Dolls oder so hat, aber ich denke mal, das werden wir jetzt innerhalb dieses Videos erfahren. In diesem Video. Hallo. Not good. Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut. Der Vorhang hat sich gerade bewegt. Und das Fenster ist nicht auf und die Tür ist nicht auf. Hat dich jemand umgebracht, Sarah? That was clear as fuck. Okay, also so wie es aussieht, ganz klare Kommunikation hier. Yo, what is going on? Whoa! What the fuck? What the actual... Okay, jetzt bin ich gespannt. No, no fucking no. What the hell is going on? Hä? Okay, what the hell? Jetzt bin ich mega gespannt. Was passiert in diesem Video? Natürlich, vorab sage ich jetzt schon direkt gleich, ich hoffe natürlich, dass da nichts gestellt ist oder so, aber wir gehen jetzt einfach mal nicht davon aus. Immer eine Frage, die man sich bei Geistervideos stellt, vollkommen klar, aber diese Frage werden wir uns jetzt vorerst einmal nicht stellen, sondern wir gehen einfach rein, lassen uns drauf ein und gucken mal, wie es wird, ne? Baustellengeräusche im Hintergrund, die mir unglaublich leid tun. Sie sind im Video gekennzeichnet, ich gebe keine Geräusche, die nicht aus der Wohnung sind, als solche aus. Die Hintergrundmusik fällt diesmal ebenso aus, damit nichts entgeht. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr authentisch, dass sie das direkt anspricht mit den Baustellengeräuschen, weil ich kenne genug YouTuber, die wahrscheinlich dann einfach diese Geräusche drin gelassen hätten und einfach die Leute hätten spekulieren lassen, was das mit den Geräuschen auf sich hat. Finde ich auf jeden Fall erstmal Props dafür, finde ich sehr gut. Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir beschäftigen uns hier mit allem, was übernatürlich ist und True Crimes. Also wenn dich sowas interessiert, lass gerne ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Klingt spannend. Für Halloween habe ich mir ein Special überlegt und zwar möchte ich wissen, ob meine Puppe haunted ist. Also würde ich sagen, labern wir nicht weiter drum rum, macht euch einen Tee, kuschelt euch eine Decke ein. Jetzt wird's spooky. So, als allererstes habe ich hier so einen EMF-Reader. Das kennt ihr vielleicht, das misst elektromagnetische Felder und man sagt, dass Geister das auslösen können. Ich werde das jetzt mal an meine Puppe halten und dann werden wir eine Spiritbox-Session mit ihr machen. Ich bin gespannt, los geht's. Oh, enttäuscht. Lass es einfach mal hier stehen und wir fangen. Das wäre jetzt aber auch crazy gewesen, hätte es direkt ausgeschlagen. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass bei meinen letzten paranormalen Untersuchungen es wirklich extremst rar gesät war, dass das Ding ausgeschlagen hat. Fang an. Und zwar habe ich dafür mir eine App runtergeladen. Ja, ich weiß, ich bin auch skeptisch bei Apps. Aber die hatte eigentlich gute Bewertungen und deswegen probieren wir es einfach mal aus. Ach so, ja, was ich noch dazu sagen sollte, das ist eine englische App. Also welche denn? Sagt sie auch welche? Ich werde es euch übersetzen, falls irgendwas rauskommen sollte. Ach so, ich sollte vielleicht auch noch erklären, was eine Spiritbox ist. Die Spiritbox ist quasi ein Radio, welches aber keine Sender mehr empfangen kann. Eigentlich, also es scannt die ganzen Sender und eigentlich sollte es kein Signal kriegen. Trotz, dass es das nicht sollte, kommen immer... Das ist, glaube ich, nicht ganz korrekt, oder? Eine Spiritbox kriegt ja durchaus ein Signal. Es ist im Grunde genommen einfach nur ein umgebautes Radio, welches die Frequenzen in einem vordefinierten Suchverlauf durchgeht. Aber ich glaube, ich weiß, was sie damit meinte eigentlich. Immer wieder Wörter durch und man sagt, dadurch sprechen Geister mit einem. Und let's go. Hallo? Ist jemand hier?
Mich würde wirklich interessieren, welche App sie genutzt hat. Hallo? Obwohl, hört sich doch noch ein bisschen anders an. Ist jemand bei mir? Habt ihr es gehört? Es war ein Hello. Hallo? Okay, das ist schon interessant, ja. Das war sehr passend. Ich mag ihre ganzen Roses-Mütze. Wie heißt du? I'm here. Ich heiße Abby. Kannst du meinen Namen wiederholen, sodass ich weiß, dass du da bist? Okay. Also ist schon ganz interessant, was da rauskommt, aber Tauchern schreibt auch zu Recht natürlich, dass man bei Apps immer ein bisschen skeptisch sein sollte, ne? Das stimmt. Hat es gerade Abby gesagt? Wie heißt du? Okay, also es hat Lea gesagt und so heißt sie eigentlich. Ne, Lena, Entschuldigung. Wann sagt es? Hat es gerade... Ja, also es klingt schon nach Lena, ja, das stimmt. Das stimmt. Hat Abby gesagt? Wie heißt du? Ja, verstanden. Ask me. Okay, wie alt bist du? Bist du ein Geist aus der Puppe? Keine Antwort. Brauchst du Hilfe? Wobei. So. Bist du ein netter Geist? Leave. Not good. Oh, da sind aber jetzt einige Sachen bei gewesen, die nicht so geil sind, ne? Dieses G und Satan und da fährt ich immer, da kriege ich immer Schiss, echt. Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut. Wie viel seid ihr? A lot? Okay, ihr seid zu dritt. Wie heißt ihr? Kann schon sein, dass jetzt wirklich Namen rauskamen, ja? Ja, es ist immer schwierig. Alien Transistor mit solchen Apps auf jeden Fall. Ist total schwierig. Also einige Sachen waren jetzt ganz passend, aber es kann halt auch wirklich sich dabei vielleicht um Zufall handeln. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Ich hab Hell gehört. Könnt ihr mir ein Zeichen geben, wenn ihr da seid, außerhalb der Spirit Box? Sure. Okay, ich mach mal kurz Stopp. Okay, wenn ihr da seid, gebt mir irgendein Zeichen, gebt mir ein Klopfen, ein Geräusch, irgendwas. Ich merke erst jetzt, dass die Baustelle richtig hart Lärm macht.
Nächstes Mal nachts machen sowas. Da waren Klopfen, aber ich glaube, das kam von der Nachbarswohnung. Ausgerechnet jetzt? Ich weiß nicht. Schon wieder ein Klopfen? Der Vorhang hat sich gerade bewegt. Und das Fenster ist nicht auf und die Tür ist nicht auf. Und ich habe mich nicht bewegt, like what the fuck. Warst du das gerade mit dem Vorhang? Seid ihr gute Geister? Muss ich Angst vor euch haben? Oha! Hi. Warte mal, da sieht man ein bisschen welche. Weiß jemand von euch, welche App sie benutzt? Welche ist das? Das wäre schön gewesen, hättest du das gesagt. Hi. Ist da gerade jemand Neues gekommen? Könnt ihr mir das Wort green geben, dass ihr wisst, dass ihr da seid? Dass ich weiß, dass ihr da seid. Green. Okay, krass. Crazy. Keine schlechte Idee auch mit so einem Wort quasi, was man als Triggerwort nimmt und dann wirklich den Beweis zu haben, okay, wenn das Wort jetzt kommt und das wiederholt wird, dann ist auf jeden Fall irgendetwas da. Finde ich eine sehr gute Idee. Das war schon auf jeden Fall zu überzeugen. Das war genau green danach. Und nochmal. Ein Zeichen geben. Ein Klopfen. Okay, ich mach nochmal kurz aus. Könnt ihr mir irgendeine Art von Zeichen geben? Ein Klopfen, ein Kratzen, ein Poltern. Irgendwas. Okay. Yo, what is going on? Ich habe ein Geräusch hinter mir gehört. I'm not even kidding. Alter, ich habe Gänsehaut. Da hätte ich auch Panik bekommen, ey, sag ich euch ehrlich. Da hätte ich auch Panik bekommen. Okay. Wie alt seid ihr? Wenn ein Geist an meiner Puppe dran ist, wie heißt du? Sarah? War Sarah richtig? Yes, Sarah. Okay, hi Sarah. Ich spreche jetzt zu Sarah. Sarah, magst du es hier zu sein? Magst du mich? Da sieht man, wie die App heißt. Wo? Hier zusammen. Ah, Tatsache. Mikrofon, glaube ich, ne? Das kenne ich gar nicht. Also die habe ich nicht. Die habe ich nicht. Magst du mich? Ach, Mikrofonik, okay. Crazy, okay, 10 Euro. Hab ich. Hat dich jemand umgebracht, Sarah? Lost Picks bei Mikael. Wieso sollten in ihrer Wohnung gerade so viele Geister sein? Also sie versucht ja quasi mit ihren Puppen zu kommunizieren, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Ich weiß es nicht, was ihre Puppen für eine Hintergrundgeschichte haben oder warum sie haunted sein sollen. Da hat sie leider nichts zu gesagt. Ich weiß nicht, ob sie da noch am Ende nochmal was zu sagt, aber es wäre auf jeden Fall cool gewesen. Hätte sie da noch mal ein bisschen was zu erklärt zu ihren Puppen oder so oder zu einem Hintergrund. That was clear as fuck. Hat dich jemand umgebracht, den du kanntest? I killed me. Klingt nach Suizid. Weird. Ich hab sowas nicht erwartet. Falls ihr irgendwas gehört habt, was ich nicht gehört habe, was mir entgangen ist, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Okay, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen verrückt aus, aber ich habe hier so Wünschelruten. Und die haben hier so einen Drehgriff, also man hält die fest und man kann die quasi nicht wirklich von alleine drehen. Man muss die Hände ganz still halten
Und dann das kann ist man geil. Fragen, quasi, wenn die sich dann bewegen. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Da hatten wir, glaube ich, auch mal im Stream drauf reagiert. Das war auch so ein Geistervideo und da sind die auch dann über Kreuz gegangen und das steht dann quasi für die Antworten, ne? Finde ich auch ultra spannend, auch unbedingt ein Equipment-Teil, welches ich auch nochmal gerne ausprobieren möchte. Ist also jemand da? So. Hier Dingens, super, Pumba schreibt, in meinen Augen passiert da viel zu viel und zu schnell. Ich muss zu ihrer Verteidigung sagen, du musst überlegen, sie wird das ja zusammengeschnitten haben. Also ich denke, diese PU, die sie da gemacht hat, wird locker auch eine Stunde gegangen sein oder so, aber sie hat nur das Beste rausgeschnitten, ne? Das ist bei meinen Videos selbstverständlich auch der Fall, weil ich möchte auch nicht, dass ihr da, keine Ahnung, eine Stunde oder so und es passiert gar nichts. Deswegen ist bei mir auch das Ganze immer ein bisschen gekürzt. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das die Erklärung ist. Jemand da ist. Kannst du die Routen überkreuzen? Wenn sie jetzt über Kreuz gehen, ey. Oh mein Gott. Sie macht ja nichts mit ihren Händen. What the hell? Okay. What? Mein Herz. Bist du Sarah? Über Kreuz für ja, nach außen für nein. I'm not even fucking move. Sarah, bist du der Geist an meiner Puppe? Über Kreuzen für ja, nach außen für nein. Krass, okay. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist, dass es auf jeden Fall auch für sie und ihre Glaubwürdigkeit, damit will ich nicht sagen, dass sie es gefaked hat, ich möchte nur sagen, dass gerade auf YouTube bei diesem Thema natürlich erst man sich eine Glaubwürdigkeit auch erarbeiten muss, wäre es viel besser gewesen, hätte sie sich einfach ein Stück weiter nach hinten gesetzt, dass man die Enden der Routen sieht. Weil jetzt könnte man natürlich ihr unterstellen, dass hier einfach jemand angepackt hat und das da hingezogen hat, ne? Das wäre auf jeden Fall smart gewesen. Sarah, kannst du mir ein Zeichen geben, dass du da bist, ein Klopfen oder irgendwas? Du kannst dieses Gerät ausschlagen lassen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Klopfen, irgendwas. Die ganze Zeit Geräusche hinterm Vorhang, Alter. Ich will da gar nicht hinschauen. Okay, stillhalten. Ich sagte stillhalten. Hand. Sarah, bist du ein guter Geist? Überkreuzen für ja, nach außen nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, das ist ein starkes Ja. Okay. Wow. Schade, ich hätte mir gewünscht, dass sie weitermacht, ne? Gerade in solchen Momenten, wo es spannend wird. Wow. No. Dieser Vorhang, ich bewege mich nicht. Und er macht einfach Geräusche. Okay, that creeped me a bit out. Let's continue. Gänsehaut, echt, ey. Wow! What the fuck? What the actual fuck? No. Hä? No fucking no. What the hell is going on? What the hell is going on? Hä? No. Das ist nicht passiert. That's not... Oh mein Gott, okay. Jesus fucking Christ, what the fuck is going on? Fucking hell. Oh mein Gott. Ich hab so fette Gänsehaut, ne? What the fuck is going on?
mein Gott. Ich hab so ganz. Ich hab so Angst. Okay. Könnte auch einfach so runtergefallen sein, ja? Ah, das ist nur ein Zufall. Okay. You got this. We are fine. We are fine. We are fine. Das war merkwürdig. Das war echt merkwürdig. Krass, ey. Didn't expect this. Also ich glaube schon, dass sie alleine da war. Das kann ich mir vorstellen auf jeden Fall. Ich meine, hier dieses Ding zeigt auch ein bisschen eine Reflexion von dem Raum und so. Da hätte man, glaube ich, schon jemanden stehen sehen sonst. Räucherstäbchen anzünden, oh mein Gott. Ich kann das nicht glauben, ne? What the fuck? Okay, ich nochmal. Ich habe meinen Hintergrund wieder aufgehängt. Ich war ein bisschen traumatized. Ich weiß, das werden mir jetzt wahrscheinlich viele nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert ist, aber im Endeffekt ist mir das auch egal. Es verändert das Licht, weil ich meinen Rollladen oben habe. Ich möchte nicht mehr im Dunkeln gerade sein. Kann wieder alles ein großer Zufall gewesen sein, nur frage ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt, warum solche Zufälle immer passieren, wenn ich danach frage. Vielleicht, weil es keine Zufälle sind, sondern halt wirklich sie mit was gesprochen hat. Also ich weiß, ihr seid auch hier skeptisch im Chat und Skepsis ist auch erstmal auf jeden Fall gut. Also ich traue der Situation und ihr durchaus zu, dass das so passiert ist, wie sie da abbildet. Wie gesagt, ein paar Sachen hätten ihrer Glaubwürdigkeit für einen Außenstehenden auf jeden Fall gut getan. Wir müssen halt jetzt einfach mal auf das reagieren, was wir hier haben und das war natürlich schon heftig, was da passiert ist. Also sie hatte eindeutige Ergebnisse. Also die Sachen, die dabei rausgekommen, die waren nicht unbedingt positiv. Gerade zum Ende und dann auch noch mit dem Vorhang, der da runtergefallen ist. Vielleicht hat sie den auch einfach nicht gut genug festgemacht oder sonst was. Hurain Sun 14, auch dein einfach nur Fake hier reingeschreiben, bringt gar nichts, ja. Jeder kann hier zwar seine Meinung äußern, aber einfach nur hier jetzt Fake reinschreiben, ist ein bisschen abwertend. Also dann schreibt doch vielleicht, ich glaube nicht, dass es echt ist, weil... Das wäre auf jeden Fall nett. So viel Respekt kann man auf jeden Fall an den Tag legen. Wie gesagt, ich... debattiere jetzt auch gar nicht darüber, ob das echt ist oder nicht. Ich finde es einfach nur unglaublich spannend. Ich würde sehr, sehr gerne mehr über ihre Puppen erfahren. Ja? Ich weiß ja auch nicht, ob sie vielleicht dieses Video hier sieht, die gute Abby. Falls du das siehst, schreib mir gerne mal. Es interessiert mich extremst, was du da für Puppen hast und was das vielleicht auch mit den Antworten, die dabei rausgekommen sind, zu tun haben könnte. Grundsätzlich bin ich ja auch immer ein Freund davon, der immer Interesse daran hat, mehr über sowas herauszufinden. Ne? Also da kitzelt es mir jetzt schon wieder in den Fingern, mehr darüber herauszufinden und zu gucken, was ist da vielleicht wirklich gewesen. Ja, ja, alleine eine weitwinkligere Kamera oder eine zweite Perspektive wären extrem gut gewesen. Ne? Oh man, das ist jetzt nicht das beste Auto. Jo, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ich habe trotzdem noch einen schönen Abend. Und pray for me. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Also so ein bisschen fand ich auf jeden Fall ein gutes Video, war spannend. Wäre auf jeden Fall geil gewesen, hätte sie noch ein bisschen mehr drumrum gemacht, ne? Also zum Beispiel auch am Ende nochmal vom Video vielleicht kurz ihre Erfahrung an dem Abend, ob sie noch was wahrgenommen hat. Am Anfang vom Video ein bisschen mehr zu der Puppe erzählen oder auch zu der App, die sie nutzt und so weiter. Aber an sich sehr spannendes Video. Ich lasse mal einen Daumen nach oben da auf jeden Fall. Würde mich auf jeden Fall interessieren, da mehr zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie mittlerweile auch mehr dazu gemacht. Cooler YouTube-Kanal, ehrlich, dass ich den noch nicht kannte.